empfange so und er zeigt mein so schön sein Gesicht, also kommt hier ein Stoß Richtung Augen. Und wenn der Stoß Richtung Augen kommt, bewegen wir hier in die Richtung. Und jetzt unter den Arm, auf und durch, halte mich die ganze Zeit hin und drehen so ein. Steh so. Und jetzt hier, Sturm, ja, um den Arm zu bringen. Der Stuhl ist nicht. So, und dann was klappen wir nicht. Und dann runter. Okay. Ja, entspannen. Wenn ihr blockt, ist er trotzdem beschäftigt. Durch, nach hinten. Ich weiß. Sag doch. Rein. Stoß. Durch. Zurück. Hier. Auch mein Körper dann. Hier ist wichtig. Nicht den Arm hochheben und durchgehen, sondern ich bin hier und gehe so durch. Ja? Dabei ist der gefährlichste Moment. Ich muss sagen, verschwinden wie der Nebel. Ja? Also ich auch praktisch unter der Linie ab. Ja? Runter. Und jetzt hier das Ganze. Wir liegen so zu. Weil ja, wenn er anreißt, dann nimmt man den ganzen Körper mit, ja? Versucht alles, kein Kampf draus machen. Dann kommt hier Schubkicken. Ja, oder er schlägt vorher Pump. Und wieder. Ja. Ja. Jetzt ist. Und die Lasen daneben und hier in einem dynamischen Wind geht, dann hebelt er sich selber. Ja. Hier sitzt er. Genau, bumm, Schubkicken. Wenn hier der Block ist, kann gleich wieder. Ja.
Ja, und er will einfach meine Waffe klauen. Ja, was ist dann mit seinem Gürtel drin? Der gibt es nicht, das ist ein Fächer. Ja. Und wenn er jetzt dann noch greift, ja, das ist meine Kammer. Wenn er jetzt sagt, so, dann ist die Hand. Von der Distanz her, das ist ganz was anderes. Ihr wisst aber, dass Samurai mit dem Baum auch einer der so frech ist. Okay? Meine Waffe ist weg von mir. Ja. Spannen. Ja. Ja. Aufpassen. Jetzt hier aufpassen vor Beinen. Ja. Und wenn er dann sticht, ja, locker und entspannt, hier weg, weiß nicht mehr. Jetzt hier aufpassen, dann runterziehen, dass nicht das passiert, also ich muss mich bewegen. Ja. Und hier auf. Du versteckst immer dein Messer vor dir, ne? Ja. Wow, ja, okay. Jetzt, mit Griff. Ja, noch ein wenig. Hier. Ja, hier. Da hoch. Und hier. Arm endgültig knacken.